Grundgedanke war, was machen wir mit unseren alten Fahrzeugen der ersten bis dritten Serie, Baujahr 1974 bis 77, weil die Entscheidung angestanden hat, neue Fahrzeuge zu beschaffen. Die Qualität der neuen Fahrzeuge ist bei weitem nicht so gut wie bei den alten. Ja, der nächste Schritt im Projekt war eigentlich, dass wir den Entschluss gefasst haben, einen Prototypen zu bauen. Dabei hatten wir aber unwahrscheinliches Glück. Wir haben ein altes, ausgemustertes Fahrzeug von der Berufsfeuerwehr zur Verfügung gestellt bekommen und haben diesen dann in der Mitte durchgeschnitten und haben dann schon erste Erkenntnisse vom Rohbau zum Beispiel vom Fahrzeug gesammelt. Wir haben dann weiter begonnen mit dem Innenausbau. Der ist ja komplett neu geworden. Und damals sind schon die ersten Erkenntnisse gewonnen worden, wie es denn in Zukunft sein sollte. Zum Beispiel die Sitzgestaltung, die Farbgestaltung. Der Fahrerstand wurde damals bereits im Prototyp komplett neu konstruiert. Ja, zur Ablaufplanung ist zu sagen, dass Fahrzeug von Betriebshof Dransdorf hier nach Beul überführt wird. Und dann beginnen sofort die ersten Demontagearbeiten. Das heißt, die Drehgestelle werden ausgebaut, Stromabnehmer wird abgebaut, die Scheiben werden ausgebaut, die alten Sitze werden ausgebaut, Fahrerstände, wird alles demontiert. Wenn wir soweit sind, dann können wir hier an dem Fahrzeug schon schön sehen, dann ist das Fahrzeug für uns entkernt. Parallel laufen dann auch schon so Sachen wie neue Sitze beziehen, Kunststoffverkleidungen anpassen. Da wir hier große Längenunterschiede in dem Fahrzeug haben, müssen fast alle Einzelteile angepasst werden. Wenn wir diese groben Arbeiten dann fertig haben, Karosserie geschliffen ist soweit, dann geht das Fahrzeug nach Dransdorf und wird in Dransdorf komplett lackiert. Ja, Wirtschaftlichkeit ist auch natürlich bei uns Technikern auch immer eine große Frage. Und da haben wir uns natürlich auch grundlegend Gedanken gemacht, was kann man denn an so einem alten Fahrzeug optimieren? Und da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die man optimieren kann. Also ich glaube, das Grundlegendste, was wir eingebaut haben, das ist der moderne Antrieb, der rückspeisefähig ist. Rückspeisefähig heißt ganz einfach, ist so ähnlich wie ein Dynamo, der speist die Energie vom Bremsen wieder zurück ins Netz, sodass andere Fahrzeuge diese Energie abnehmen können. Dann bauen wir einen wartungsfreien, ölfreien Kompressor ein. Das heißt, das Fahrzeug muss nicht wie bisher alle 6 Wochen gewartet werden, am Öl geguckt werden. Das gibt es in Zukunft gar nicht mehr. Dann bauen wir digitale Außenanzeigen ein. Jeder, der das alte Fahrzeug kennt, der kennt die alte Rollbandanlage. Die ist auch sehr, sehr wartungsintensiv. Fällt in Zukunft auch weg. Dann ein großes Thema auch, was wir noch zusätzlich einbauen, das sind die elektrischen Türen. Die alten Türen waren sehr, sehr störanfällig, auch wartungsintensiv. Und jetzt werden wir in Zukunft neue elektrische Türen einbauen.